Master, dann am linken Flügel Jewitt, Beckenbauer mit großer Ruhe und Gelassenheit, und das ist Wehmeyer. Noch einmal der Außenverteidiger und Chance für Rubesch, das ist das Tor zum 1:0. Horst Rubesch in der 33. Minute schießt er das Tor, auf das die Hamburger so dringend warten. Wenn es bei diesem Ergebnis bliebe, hätte der HSV das Viertelfinale im UEFA-Pokal erreicht. Wiederholung. Wehmeyer kommt vor der Außenlinie noch an den Ball, zieht eine schöne, weiche Flanke in den 5-Meter-Raum, und da ist der Kopfball stark noch aus Rubesch, der das 1:0 erzielt und damit sein fünftes Tor in dieser UEFA-Pokalrunde markiert. Memmering, großes Risiko, aber hat geklappt. Magath und am linken Flügel Bastel. Sehr geschickt. Wäre die Chance gewesen, aber jetzt passiert es. Schiedsrichter Juschka gibt Elfmeter. Felix Magath also offenbar beim Torschuss doch so stark behindert. Sehen wir hier, dass man Juschka der Wiederholung der Zeit über Bastrup, das macht der Klatsch. Und jetzt kommt der Pass nach hinten. Und jetzt passen wir mal auf, was passiert mit Magath. Jawohl, da fährt ihm sein Gegenspieler vorher, bevor er den Ball erreicht hat, die Beine. Das war, wenn ich mich täusche, der Mann mit der 10, das müsste Simpson gewesen sein. Und Elfmeter durch Memmering. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er erst drin. Beim zweiten Mal gewissermaßen überlegte sich der Ball, ob er reinrutschen wollte ins Netz. 2:0 für den HSV in der 59. Spielminute. Und wenn die Hamburg jetzt ein klein bisschen aufpassen, dann muss das der Sieg sein und damit der Eintritt ins Viertelfinale. Wiederholung des Elfmeters. Interessanter Vorgang. Schauen Sie genau hin. Ball an die Latte. Leighton in der richtigen Ecke. Oben knallt er jetzt an den Ball, kommt runter der Ball und fliegt erst dann hinter die Torlinie ins Netz. 2:0 also, und das beruhigt. Leighton gratuliert seinem Mannschaftskapitän Willi Miller. Der hatte noch den Fuß dazwischen. Eckball. Ich bin ein frischer Mann. Mit der 13, das ist Dagi Bern. Die Frage ist, wen nimmt Alex Ferguson herunter. Aber erst schauen wir uns die Ecke an. Milewski, Magath. Da läuft er in Position. Jawohl, und das ist Jakobs, dessen Kopfballstärke ich eben rühmte. Und der erzielt das 3:0. Und nun, so meine ich, ist alles klar. 3:0 nach Eckball und wunderschöner Flanke von Felix Magath in der 68. Minute durch Dietmar Jakobs das 3:0. Jetzt wird gewechselt, also Dagi Bell hinein. Dafür muss der Mann mit der Nummer 7, Gordon Strachan, das Spielfeld verlassen. Wiederholung der Szene, die zum 3:0 führte. Herrlich weich hereingeflankt und dann bilderbuchhaft getroffen. Keine Chance für Jim Link. Vielleicht ist Strachan, von dem ich ja sagte, dass er der Motor dieser Mannschaft ist, verletzt. Vielleicht ist er geschwächt. Ich hatte vorher Gelegenheit, mit Alex Ferguson zu sprechen. Er deutete keinerlei Probleme an, aber es kann sein, dass sich vielleicht eine alte Verletzung bei Strachan bemerkbar macht. Er nimmt ihn jedenfalls herunter, riskiert nicht mehr allzu viel. Bei diesem Spielstand sicherlich auch vernünftig. Da
Da sehen wir ihn. Das war seine Abwehr verwirrt. Magert. Jakobs. Etwas zu steil für Van Heesen. Chance für die Schotten. Und Tor. Jawohl. Kein Problem. 3:1. Das war, wenn ich richtig hingeschaut habe, hier haben wir den Mann. Mit der Nummer 16 eben der hineingewechselte Mackey. Und jetzt wird es nochmal mulmig. 3:1. Das ist die 79. Minute. Noch 11 Minuten also für den HSV, das 3:1 über die Runden zu bringen.